1. Mai hat die FPÖ offiziell den Wahlkampf eröffnet. Nach einer Wanderung mit den freiheitlichen Arbeitnehmern kam Johann Schürz am Badeteich in Rohrbach an. Seiner Rede betonte er das Heimatland, das Sicherheitsland, das Familienland Burgenland. Wer FPÖ wählt, bekommt ein Heimatland, ein Sicherheitsland, ein Familienland Burgenland. Das ist einfach die Freiheitliche Partei, dafür stehen wir einfach. Burgenländische Arbeitsplätze für Burgenländer zuerst. Na, wir sind geschimpft haben alle. Na, wir sind geschimpft haben. Der Landeshauptmann war der Erste, der sowas von derartig geschimpft hat auf die Freiheitliche Partei. Was passiert jetzt? Genau unser Programm wird übernommen. Das heißt, wir sind der Garant dafür, dass es eine neue Politik gibt im Burgenland. Und 4.500 Kinder leben in akuter Armut. Neben Live-Musik trat auch eine Kindertanzgruppe des Vereins Club Kragujevac auf. Sehen Sie jetzt die kompletten Reden des Arbeiterkamerad Siegfried Zeltner und des FPÖ-Landesparteichefs Johann Schürz sowie den Tanz der Kindergruppe des Club Kragujevac. Ja, ein herzliches Willkommen zum politischen 1. Mai hier in Rohrbach am Badeteich, veranstaltet von den freiheitlichen Arbeitnehmern. Es ist mir eine besondere Freude, dass die Landespartei heute hier im Zuge unserer Veranstaltung den Wahlkampfauftakt durchführen wird. Und einen besonderen Gruß möchte ich unseren dritten Nationalratspräsidenten, Ingenieur Norbert Hofer, ausrichten. Herzlich willkommen. Ich darf auch unseren Landesparteiobmann, Clubobmann, Landtagsabgeordneten Johann Schürz auf das Herzlichste begrüßen. Und ich darf jetzt den Hans bitten um seine Maiansprache. Ja, liebe Freunde, hört man das? Ja, hört man, sehr gut, ja. Sorry, tut mir wirklich leid. Zum einen habe ich geglaubt, die Strecke sind 2,7 Kilometer, ich glaube, das waren aber 7,2 statt 2,7, irgendwer hat sich da verdauen. Das heißt, wir haben ein bisschen länger gebraucht und mit der Tonanlage, solche Dinge passieren halt immer. Leider Gottes manchmal bei mir, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es soll so sein. Aber nichtsdestotrotz, wir werden heute auch einen Wahlauftakt hier feiern, der auch seine Berechtigung hat. Denn wir werden auch heute klarlegen, was wirklich Sache ist im Burgenland. Aber bevor ich damit beginne, freut es mich ganz besonders, dass wir einen sozusagen Volksmusik-Schlagerstar in unserer Runde haben, und zwar die Ilse Benke, der 200.000 Zugriffe schon auf Facebook. Gratuliere, Ilse! Wer das Video oder die CD von Ilse noch nicht gesehen hat, bitte schaut euch das an. Das ist wirklich originell. So viele Zugriffe, glaube ich, hat nicht einmal die Helene Fischer gehabt in zwei Tagen, was die Ilse hat. Also wir sind wirklich gut unterwegs. Taugt mir, Südburgenland ist mit der Ilse Benke toll vertreten. Natürlich der Gerhard Kovacic mit dem nördlichen Burgenland, aber den muss ich noch überreden, dass er zum Singen aufhängt. Aber er hat gesagt, er hat nicht so eine gute Stimme. Aber vielleicht gelingt es mir noch. Ja, danke Siegfried Zeltner, dass du heute diesen Wandertag veranstaltet hast. Freut mich. Wie gesagt, ein bisschen zu lang war es, sonst wären wir pünktlich herkommen. Aber grundsätzlich möchte ich schon zwei, drei Dinge anführen. Ich möchte mich relativ kurz halten, denn die Medien habe ich schon zu lange aufgehalten, aber ich habe auch nichts davor können. Aber ich weiß nicht, wer gestern Burgenland heute gesehen hat, das sind einfach die Kernthemen der Freiheitlichen Partei. Wer FPÖ wählt, bekommt ein Heimatland, ein Sicherheitsland, ein Familienland Burgenland. Das ist einfach die Freiheitliche Partei, dafür stehen wir einfach. Und wenn man auch das Burgenland so betrachtet, dann sind einige Dinge wirklich besonders witzig, ne? Da haben wir vor 5 Jahren haben wir einen Wahlkampf gehabt und haben auf die Plakate draufgeschrieben, burgenländische Arbeitsplätze für Burgenländer zuerst. Na, wir sind geschimpft haben alle. Na, wir sind geschimpft haben. Der Landeshauptmann war der Erste, der sowas von derartig geschimpft hat auf die Freiheitliche Partei. Was passiert jetzt? Genau unser Programm wird übernommen. Das heißt, sogar jetzt sagt schon der Landeshauptmann, burgenländische Arbeitsplätze für Burgenländer zuerst. Das heißt,
alles, was die Freiheitliche Partei sagt, alles, was wir sagen, kommt irgendwann nach zwei Jahren oder nach drei Jahren. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind die einzige Alternative für eine neue Landesregierung. Wir sind der Garant dafür, dass es eine neue Politik gibt im Burgenland. Eine neue, zukunftsreiche Politik. Eine Politik für uns Burgenländer, auch wenn man es nicht sagen darf. Nicht? Weil jetzt, wo du sagst Heimvorteil oder Heimat, dann wird man gleich beschimpft, die Linken. Nicht? Ich weiß ja nicht, wo das hinführen wird. Und Tatsache ist natürlich auch, dass die Wirtschaftsförderung so ausgerichtet ist, dass Großunternehmen immer und immer und immer wieder Förderung bekommen. Wir wollen das geändert haben. Wir wollen, dass die Wirtschaftsförderung so gestaffelt ist, dass jeder Betrieb, der einen neuen Arbeitsplatz für einen Burgenländer schafft, dass der in den Förderanspruch kommt. Das wollen wir unbedingt. Und wenn wir uns auch die Armut anschauen im Burgenland. Es gibt im Burgenland 30.000 armutsgefährdete Personen. 30.000, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nicht? Und 4.500 Kinder leben in akuter Armut. Das heißt, die können nicht sagen, Mama, ich will heute Schnitzel essen oder Mama, ich will heute irgendwas essen. Nein, die haben überhaupt keine Chance. Die müssen irgendwo über die Runden kommen. Das heißt, das Burgenland hat eine der höchsten Armutsstatistiken, die es überhaupt gibt. Und daher brauchen wir eine Politik im Burgenland, die sich komplett ändert. Wir brauchen ein neues Modell im Bereich der Wohnbauförderung, im Bereich der Wohnbauhilfe, wo wirklich armutsgefährdete Personen die Möglichkeit haben, Anspruch auf die Wohnbauhilfe zu haben. Das müsst ihr euch mal eins vorstellen. Nein? Da gibt es eine Wohnbauhilfe im Burgenland, eine Wohnbauhilfe. Desto mehr als Verdienst, nein? Desto mehr Wohnbauhilfe kriegt man. Und wenn es jemand schlecht geht, und so schlecht geht, dass er sogar die Mindestsicherung kriegt, fällt er aus der Wohnbeihilfe aus. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, bei uns, unter uns Freiheitlichen wird es das nicht geben. Das heißt, jeder, der wirklich Anspruch hat auf die Wohnbeihilfe, soll eine Wohnbeihilfe bekommen. Denn Wohnen ist das Kernelement des Lebens. Wohnen ist das Wichtigste, was Burgenländer und Burgenländerinnen brauchen. Und wenn wir schauen, jedem, der nach Österreich kommt, eine Wohnung geben, wenn wir jedem, der nach Österreich kommt, ein Taggeld geben, Essen geben, Sozialversicherung geben, wo wir sonst, Krankenversicherung, wo wir sonst, dann können wir natürlich auch auf unsere Burgenländer schauen. Und auf das werden wir pochen. Und da könnt ihr euch sicher sein, dass ich da dahinter stehe. Und den Bereich Sicherheit habe ich schon angesprochen. Der Bereich Sicherheit. Na, nur mit der Freiheitlichen Partei wird es eine Änderung geben. Nur mit der Freiheitlichen Partei. Jetzt hat der Herr Landeshauptmann so eine glorreiche Idee gehabt, ne? Wir haben einen Dorfgendarm, nicht? Dann der Dorfgendarm, dann hat den keiner gesehen. Also ich sage bewusst Dorfgendarm, weil das ist natürlich... Servus Dominik, hallo. Der Dorfgendarm ist natürlich so Louis Defenet-Politik. So der Dorfgendarm von Saint-Tropez hat der Nissl geglaubt, jetzt, das ist so klasse. Da ist jetzt die totale Sicherheit. Nicht? Da schickt er jetzt oder da sagt er jetzt, es gibt einen Dorfgendarm, nicht? Oder einen Dorfpolizisten und der geht halt durch die Ortschaft und alle fühlen sich total sicher. Und das ist die Errungenschaft von Hans Nissl. Also, das ist nicht wirklich. Es wird nur mit der Freiheitlichen Partei eine Änderung geben. Wir brauchen, und das ist die Zukunftsvision, wir brauchen eine Gemeindewache, wo 800 neue Arbeitsplätze für Burgenländer entstehen. 800 neue Arbeitsplätze. Wenn wir eine Gemeindewache schaffen, die gefördert wird von der EU, vom Land und vom Bund, dann wird es endlich Sicherheit geben. Sicheres Heim, sicheren Job. Dann, und das ist eine Perspektive. Nicht so wie der Franz Steidl sagt. Der Franz Steidl sagt, er hat jetzt eine glorreiche Idee, nicht? Er hat eine super Idee. Nicht? Er schafft jetzt mit den EU-Förderungen, mit dem Förderprogramm neue Arbeitsplätze, 50 plus, für 6 oder 7 Monate in den Gemeinden. Na, das ist ja die Lächerlichkeit sondergleichen. Nicht? 6 oder 7 Monate, was passiert nach 6 oder 7 Monaten? Nicht? Ein Landeshauptmann, Stellvertreter, der sagt, es ist seine Zukunftsvision, dass jemand ein halbes Jahr Arbeit kriegt. Na, das ist wirklich ein Armutszeugnis. Das heißt, unter uns Freiheitlichen wird es auch die Möglichkeit geben, eine Gemeindewache einzuführen, sicheres Heim, sicherer Job. Und dann werden wir sehen, dass sich wirklich jeder wohlfühlt. Und das, genau, danke. Und das letzte Thema, das ja wirklich auch jeden bewegt, das letzte Thema, die Kindererziehung. Die Kindererziehung. Versuchen wir, die Kindererziehung wirklich mal so zu betrachten, wie sie ist. Das heißt, die Links-Linken und all diejenigen, die Kinder außer Haus bringen wollen, betrachten die Situation folgendermaßen. Wenn du heute dein Kind, das auf die Welt bringst, sofort in einen Hort, weg von der Mutter, dann kriegt diejenige, die dein Kind erzieht,
1200 oder 1300 Euro im Monat, weil es dein eigenes Kind erzieht, das sind die Horte. Anstatt dass man umdenken würde, zurück zum Kind, wenn die Mutter sagt, ich will daheim bleiben mein Kind und ich erziehe mein Kind selber, dann soll die eigene Mutter 1200 Euro kriegen, nicht 436 Euro. Dort müssen wir freiheitlich hin und das ist auch unsere Ansage. Nicht alles auslagern. Nicht alles auslagern, alles weggeben. Und ich sage euch was. Nur mit der Freiheitlichen Partei wird es eine Veränderung geben. Nur mit der Freiheitlichen Partei wird es eine Verbesserung geben. Wir sind die Einzigen, die glasklar plakatieren, was wir wollen. Wir sind die Einzigen, die eine Zukunftsvision haben. Wir sind die Einzigen, die auch wirklich sich Themen ansprechen, die sich andere nicht ansprechen brauchen, trauen. Und eins sage ich noch abschließend. Jede Stimme für uns ist eine gewonnene Stimme. Jede Stimme für Kleinstparteien ist wirklich eine verlorene Stimme. Und ich gehe jetzt nochmal auf diese Liste ein, weil es wichtig ist. Weil es wichtig ist, es euch auch zu sagen. Diese Liste Burgenland oder BLB oder jetzt sind sie ja Stronach oder irgendwann haben sie mal für die Liste Fritz kandidiert, aus Tirol war der, nicht? Und da hat man gleich aus den Tiroler gegangen und hat gleich für die Liste Fritz kandidiert. Diese Liste soll es geben, ist überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Aber seien wir uns ehrlich, der Wolfgang Rauter ist als Landesrat nach 2 Jahren zurückgetreten. Jetzt haben sie ihn gewählt in Großerflein zum Bürgermeister, haben sie ihn alle gewählt, ist er nach 2 Jahren zurückgetreten. Na, warum soll ich den wählen? Der tritt ja wieder zurück. Und der Curly Manfred hat auch gesagt, der Liste Burgenland, na, es ist sein letzte Wahl, der macht. Er wird sicher nicht mehr antreten. Das ist dann eine verlorene Stimme. Daher, bitte freiheitlich wählen, denn nur wir sind die einzige Alternative. Werft euch eure Stimme nicht weg, sagt euch das bitte weiter. Nur mit der Freiheitlichen Partei, nur mit uns wird es Veränderungen geben, nur mit uns wird es eine neue Politik geben, eine konstruktive Politik, eine attraktive Politik. Freut euch drauf, Burgenland neu ist einfach FPÖ. Dankeschön. Ja, Hans Schürz hat es schon angesprochen, ja? Landeshauptmann und Landeshauptmann-Stellvertreter touren durch das Land und verkünden groß, dass sie so 300.000 Euro für die Generation 50 plus, also für Arbeitslose der Generation 50 plus zur Verfügung stellen werden. Und Niesl hat es ja vorsichtshalber dazu gesagt, dass das nur in den roten Gemeinden funktionieren würde. Also sehr verehrte Damen und Herren, was macht ein Mensch nach 6 oder nach 7 Monaten? Wir brauchen hier Lösungen, die langzeitig greifen und wirklich wirken. Also diese Schmähpartie des Landeshauptmanns und seines Stellvertreters bringt uns hier nicht weiter. Wir als freiheitliche Arbeitnehmer gehen einen Schritt weiter und sagen, wir brauchen hier eine Quotenregelung. Ja? Im Burgenland kriegt beinahe also jeder zweite Betrieb eine Förderung. Ja? Und ich würde also diese Förderungen abhängig machen von einer Beschäftigungsquote. Das heißt, die Betriebe, die Ausbildungsplätze für unsere Jugend zur Verfügung stellen, die Betriebe, die Menschen mit Beeinträchtigung und Menschen mit der Generation 50 plus beschäftigen, dies sind diejenigen, also die eine Förderung erhalten sollen und die hätten sich auch verdient. Und somit haben wir dann eine langfristige Förderung und Arbeitsplätze für unsere Menschen. Ja, in Österreich zählen wir derzeit rund 400.000 Arbeitslose. Das sind also Schulabgänger und diejenigen, die in den Kursen versteckt sind, also noch nicht erfasst. Ja. Langzeitarbeitslose haben wir die stolze Ziffer von 107.256. Da haben wir im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 32% und gefolgt von denjenigen, die also länger als 12 Monate, also jetzt muss man sich mal vorstellen, länger als 12 Monate ohne Beschäftigung sind, das sind 24.000 Menschen. Die arbeitslosen Ausländer haben eine Ziffer von 97.965 und eine Zuwachsrate von 17,7% österreichweit. Und im Burgenland zählen wir 10.972 Arbeitslose. Wir liegen bei 10,2% und haben eine Steigerung von 8%. Ja? Das sind diese Strohfeuer, die da also vom Landeshauptmann entzündet werden, also überhaupt wirkungslos. Also das funktioniert so nicht. Ja? Wir brauchen hier Betriebe. Wir müssen schauen, dass wir Arbeitsplätze schaffen in unserem Land. Ich habe einmal geschaut, also alle Parteien plakatieren, alle Parteien plakatieren, ja? Und sagen also Arbeitsplätze, wir müssen Arbeitsplätze schaffen. Ja? Was macht unser Landeshauptmann?
in den Landesbetrieben, in der Seewinkeltherme zum Beispiel, ja, haben wir 95% Ausländerbeschäftigung, obwohl wir in Neusiedl eine hervorragende Tourismusfachschule haben. Ne? Das sind Dinge, also die funktionieren ganz einfach nicht. Ne? Jede zweite Bank im Land sagt, also sie möchten also Mitarbeiter abbauen. In Oberbord sperrt die Triumph, hunderte Arbeitslose, hunderte Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. Ja? Und ich habe es mir daher also zur Aufgabe gemacht, mit Investoren zu sprechen. Das ist also eine jahrelange Kleinarbeit und mir ist es gelungen, hier zwei Großinvestoren fürs Burgenland zu begeistern. Ja? Einer davon wird heute noch also im Lauf des Mittags zu uns stoßen. Ja, er hat mich angerufen, er hat in seiner Fabrik ein Problem gehabt und wird deswegen ein bisschen später kommen. Das ist der Herr Nikita Schmidt. Der wird hier im Bezirk Mattersburg rund 340 Arbeitsplätze schaffen. Eine Plastikproduktion und eine Granulatfabrik wird hier entstehen. Ja. Einen zweiten Investor gibt es, das ist also der Herr Alexander Grafeneder. Ja. Da sind wir jetzt auch schon in Verhandlungen mit den Bürgermeistern. Wir haben also, ich habe also Gespräche mit roten Bürgermeistern geführt. Ja? Die sind auch sehr interessiert und arbeiten auch zusammen. Und ich denke, also auch gerade in diesem Bereich darf es hier nicht parteipolitisch zugehen. Das muss man also überparteilich behandeln. Und wir sind dabei, über drei Gemeinden hinweg ein Industriegebiet zu erschaffen. Ja? Wo wir also dann auch Landesgenehmigungen bekommen, dass sich also auch die Betriebe hier tatsächlich ansiedeln dürfen. Und ich habe also einen Termin schon in der WIBAG gehabt, ja. Da wollte sich der Herr Schmidt in Kizeh ansiedeln. Und das muss man sich jetzt wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das Grundstück hätte gepasst, die Autobahnnähe, alles wäre in Ordnung gewesen. Und dann kam der Preis auf den Tisch. Und jetzt haltet euch fest, ja. In Kizeh verlangt die burgenländische Betriebsansiedlungsgesellschaft zwischen 55 und 65 Euro pro Quadratmeter. Dann gehen wir ein Stück weiter nach Barndorf oder nach Neusiedl. Da kostet der Quadratmeter 120 Euro. Ja, in Heiligenkreuz über die burgenländische Ansiedlungsgesellschaft, wo also die Autobahn also einige Kilometer entfernt ist, kostet der Quadratmeter 30 Euro. Ja, also so, meine Damen und Herren, werden wir keine Betriebe ins Burgenland kriegen. Und das ist wieder die nächste Schmähpartie des Landeshauptmannes, wenn er sagt, er schafft hier Arbeitsplätze, er ist daran interessiert, dass Betriebe sich hier ansiedeln. Ja bitte, wenn das so ist, dann muss er auch die Voraussetzungen schaffen, dass sich die Leute das auch leisten können. Ja? Und wir haben es also in Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern geschafft, dass wir den Grundstückspreis um 15 Euro anbieten können. Und da gibt es auch schon eine Wasserleitung und einen Kanal. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen. Und nur so kann es funktionieren. Ja, ja und das Nächste, also was also die SPÖ draufsetzt, ist, also, die möchten jetzt ganz einfach eine 30-Stunden-Woche einführen. Und ich traue mir das jetzt wirklich als Arbeitnehmervertreter auch sagen, dass man auch den Betrieben Luft zum Atmen lassen muss. Und es kann ganz einfach in dieser angespannten Wirtschaftssituation, in der wir leben, hier nicht funktionieren, dass wir bei vollem Lohnausgleich 30 Stunden arbeiten. Und außerdem hätten dann also die Mitarbeiter ja so viel Freizeit, dass sie sich also mit ihrem Lohn gar nicht mehr leisten können. Was wir brauchen, meine Damen und Herren, ist ein Einkommen zum Auskommen. Was wir brauchen, sind ordentliche, anständige Rahmenbedingungen, dass auch Betriebe den Weg zu uns finden und sich hier gerne ansiedeln. Ja? Und ich bitte Sie, unterstützen Sie mich. Ich habe also den hervorragenden Platz 12 auf der Landesliste. Ich brauche 4% der Parteistimmen, um nach vorne zu kommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass freiheitliche Arbeitnehmer auch in der Landesregierung vertreten sind und damit wir dort also die Interessen der Arbeitnehmer hier wirklich besser umsetzen können. Ich wünsche uns hier noch einen schönen Mittag und Nachmittag. Die Musik wird dann gleich wieder für uns spielen. Glück auf! Thank you.
Kamera. Die Paparazzi sind ja